Sanyusha, Sie sind erbittert und fragen, wie kommt das, dass Menschen über andere Menschen entscheiden dürfen? Wozu ist das alles? Mein Vöglein, die ganze Kulturgeschichte der Menschheit basiert auf der Entscheidung von Menschen über andere Menschen, was in den materiellen Lebensbedingungen tiefe Wurzeln hat. Erst eine weitere qualvolle Entwicklung vermag dies zu ändern. Wir sind ja gerade jetzt Zeugen eines dieser qualvollen Kapitel. Wozu ist überhaupt kein Begriff für die Gesamtheit des Lebens und seine Formen? Wozu gibt es Blaumeisen auf der Welt? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich freue mich, dass es welche gibt. Auf dem Papier, auf dem ich schreibe, tanzen leichte Schatten der Blätter mit hellen Lichtkringeln der Sonne. Und von dem regenfeuchten Laub fällt mir auf Gesicht und Hände ab und zu ein Tropfen. Sanyusha, wissen Sie, wo ich bin? Wo ich Ihnen diesen Brief schreibe? Im Garten. Ich habe mir ein Tischchen herausgeschleppt und sitze nun versteckt zwischen grünen Sträuchern. Rechts von mir die gelbe Zierjohannisbeere, die nach Gewürznelken duftet, links ein Ligusterstrauch und über mir reichen ein Spitzahorn und ein junger, schlanker Kastanienbaum einander ihre langen, grünen Hände. Ich möchte laut über die Mauer hinausrufen. Oh, bitte beachten Sie doch diesen herrlichen Tag. Vergessen Sie nicht, auch wenn Sie noch so beschäftigt sind, vergessen Sie nicht, schnell den Kopf zu heben und einen Blick auf diese riesigen silbernen Wolken zu werfen und auf den riesigen blauen Ozean, in dem Sie schwimmen. Um 6 Uhr wurde ich dann wie immer wieder eingesperrt. Saß traurig mit einem dumpfen Druck im Kopf am Fenster, denn es war schwül. Und blickte hinauf, wo unter weißen, flockigen Wolken auf pastellfarbigem Grund in schwindelnder Höhe die Schwalben munter herumschossen. Bald verdunkelte sich der Himmel, alles verstummte. Und es gab ein Gewitter, ein kurzes, kräftiges Gewitter mit heftigem Platzregen und 2 krachenden Donnerschlägen. Das Gewitter hatte sich bald verzogen, der Himmel wurde dick, einfarbig grau. Eine stumpfe, fahle, gespenstische Dämmerung senkte sich plötzlich auf die Erde. Es war, wie wenn dichte, graue Schleier auf die Erde herabhingen. Der Regen rieselte ganz leise und gleichmäßig auf die Blätter. Das Wetterleuchten flammte einmal über das andere purpurrot in das bleiernde Grau auf und ein fernes Grollen des Donners rollte immer wieder wie die letzte schwache Welle einer Brandung heran. Und inmitten dieser gespenstischen Stimmung schlug plötzlich vor meinem Fenster auf dem Ahorn die Nachtigall. Mitten in all dem Regen, in Wetterleuchten, in Donner schmetterte sie wie eine helle Glocke. Sie sang wie berauscht, wie besessen, wollte den Donner übertönen, die Dämmerung erhellen. Ich habe nie so Schönes gehört. Ihr Gesang wirkte wie leuchtendes Silbergeflimmer. Das war so geheimnisvoll, so unbegreiflich schön. Nur eins quält mich, dass ich allein so viel Schönheit genießen soll.